Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Grand Knights History. Anagnorisis, Rimtur, Pinkcap und Perulor sind, oh Moment, sind auf der Suche nach der nächsten Quest bzw. irgendwelchen Dieben, die hier den Bewohnern der Gegend zusetzen. Hier hat uns jetzt gerade ein Fragezeichen angezeigt. Wenn man das sieht, einfach mal Kreistaste drücken und die Gegend untersuchen. Und wir haben heiliges Wasser gefunden. Sehr gut. Und es wird ein starker Gegner. Hier haben wir wieder genau das Gleiche. Wieder mal durchsuchen die Gegend. Erz gefunden. Ist auch nur irgendwas zu verkaufen, oder? Genau, Rock Minerals needed to make equipment. Mhm. Kein Problem. Aber so machen wir wenigstens richtig Kohle. Was haben wir hier? Ein Wegweiser. Dum, 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 dum. Barfolk Lake, Avalon Union. Okay. While searching the area indicated by the eyewitnesses' report, the knights encountered a girl riding a horse. Hallo? Oh my, how impressive you are. That's right, you must be the knights that have come to hunt the thieves. Lucky you, I just found something that I had lost, so I'm in good mood. How about I use my magic to predict something for you all? Danke? Hmm, these thieves hide out. If you go to the blacksmith shop just ahead, you'll find it. Hehe, thieves are good liars, so be careful. When she finished talking, the small witch departed suddenly with a simple wave of her hand. Das möchte ich auch mal gerne können. Zack, weg. Even though she was young, she was an impressive witch. But that was a clue. Let's hurry to the blacksmith and ask about the thieves. Natürlich befindet sich auch nicht hier der nächste Questmarker, beziehungsweise doch hier war natürlich der nächste Questmarker. Wir müssen jetzt zum Blacksmith. Ich gehe erstmal nach hier unten. Ich möchte gerne zu der Truhe. Slimes mit Schwertern im Kopf, wenn man das so sagen kann. Das ist ja eklig. Sehr gut. Tschüss, Slime. Cooler Angriff. Ja, Slash ist gut. Pierce ist gut. Du wartest mal bitte um Pinkcap heilt. Am meisten Sinn macht es, wenn er den Rim zu heilt. Genau. So habe ich mir das ausgemalt. Anagnorisis mit Sword Mastery. Ein Level nach oben. Was mir jetzt am meisten Gedanken bereitet, ist jetzt tatsächlich unsere Reisekosten, die wir oben links haben. Davon haben wir nicht mehr allzu viel. Oh, sogar zwei Truhen hier. Das habe ich gar nicht gesehen. Strawberry Gem. Erdbeermarmelade. Lecker. Und nochmal Wein. Aber wie gesagt, wenn uns die Kosten hier ausgehen, wir auf Null rutschen, müssen wir automatisch und gehen dann auch automatisch zurück in die Hauptstadt. Weshalb so wild. Wir können dann die Quest beim nächsten Mal, sobald sich dann unsere Bravery und wir uns ausgeruht haben, können wir dann einfach wieder in die Gegend zurückreisen. Das ist also nicht das Problem. Blackout. Können wir die erreichen oder die drei? Ja, machen wir die drei. Oh komm, machen wir mal Windslash hier. Auf die Fairy. Ich glaube, Windangriff gegen einen fliegenden Gegner macht durchaus Sinn. Ja. Sag ich doch. Oh, das können die aber auch. Sauber. Ah, der Anagnorisis. Jetzt wurde er zwar gerade angespuckt, aber der hat's schon drauf. Mal die bitte slashen, mal bitte piercen, mal bitte auf den letzten schießen. Und falls du heilen kannst, wen kannst du denn heilen? Bringt das irgendwas? Heil mal den Anagnorisis.
glaube, dann kommt sie jetzt dazwischen mit dem Angriff. Ja, leider. Okay. Hätte ich sie vielleicht lieber ausschalten sollen. Dafür hat Rimthor jetzt zu viel Schaden genommen. Aber 35 HP recovered er nach dem Kampf. Mal ganz kurz gucken, wie er denn dann da steht. Ah ja, 209 von 239. Ja, das ist okay. Das passiert schon. Das passt schon. Haben wir wieder was gefunden? Noch mehr Marmelade. Wenn der Rimthor Marmelade isst. Mag er Marmelade? Man weiß es nicht. So, dann muss ich jetzt nicht unbedingt ausrüsten. Obwohl... On-Map 40%, 20% HP. Das reicht, wenn er einmal Ziegenmilch trinkt, der Rimthor. So, sehr schön. Da unten ist ein Event. Da wissen wir nicht, was stattfindet. Können wir, wenn wir Zeit haben, hingehen. Hier haben wir wieder einen von diesen roten Kristallen. Die vermutlich noch, das sind ganz spezielle Gegner, einfach zu hochklassig für uns sind. Die können wir noch nicht besiegen. Das ist der Hill Blacksmith, okay. The group arrived at the base of a mountain, where there was a small beat-up blacksmith shop. Nights again! Until I receive payment, I'm not forging anything. Again? Have there been other knights beside us? Ah, that's right. They came by, boldly calling themselves reinforcements. But I heard they were done in by the thieves in the forest. They bought swords and axes, but didn't pay. What a load of crap. Other units accepted different requests, but we haven't heard any reports. If they received orders after us, they couldn't have passed us. If the thieves were able to easily take down a group of knights, can we really handle this? Natürlich. Ach, guck doch nicht so, mach doch nicht so ein Gesicht, Mensch. We should probably come up with a plan. Sir Mestandi, what should we do? Na, wir jagen die natürlich und machen sie platt. So wie wir es immer machen. Kann ich jetzt nicht handeln? Schade. Aber wir gehen mal hier zum Händler. Mal sehen, was der im Angebot hat. Ach, das wird das so ein Itemhändler. Are you knights on the pilgrimage to the cathedral? Ja, ich bin da mal weg, sozusagen. Come now, won't you buy something in commemoration? Oder so ähnlich? Wir können mal schauen, was du hast. Ich glaube, du hast aber nichts, was wir unbedingt brauchen. Was macht denn das Tent? Wir haben ein Old Tent dabei und dieses Tent recovered 20 Kosten. Kaufen wir. Skillbook. Heaven Snipe. Für einen Bogen brauchen wir nicht. Blaze Bomb. Fire. Mist. Kann Peruda noch nicht benutzen. Oder? Nee, sonst wäre da ja kein roter Buchstaben. Tu das Tent nochmal weg und guck mal, ob wir hier irgendwas kaufen können. Rimthor könnte Attack Order lernen. Das wäre ein Map Skill. CP kostet 5. Weiß ich, habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber Greatsword Level 3 hat er doch gar nicht, oder? Tja. Oder Last Wish Support Skill. Support Level 3. Hab keine Ahnung. Was ist das? Last Wish. Restores 3 HP upon death. Hä? Ach so, wenn einer stirbt. Okay, wir kaufen uns das, rüsten das aus. Bei jedem oder bei einem von denen. Und wenn derjenige dann stirbt, dann recovert der 3 HP für die eigene Truppe. So verstehe ich das. Restore some HP of an ally. Ist natürlich nicht schlecht, aber Perulo kann es, glaube ich, nicht lernen, oder? Es wird eine rote Doppel-Null angezeigt. Mist. Wie gesagt, das könnte er lernen, aber was das soll? Increases Party's Attack in the next battle. Ah, dann kann er wahrscheinlich diese Attack Order vor dem Kampf benutzen, während wir uns auf der Karte befinden. Und dann erhöht das die Werte. Aber Greatsword Level 3, muss er dann wirklich ein Greatsword ausgerüstet haben? Oder kann er das so benutzen? Wir verlassen mal den guten Händler. Ja, ich weiß, Richtung Westen geht's zur Kathedrale, schon klar. Und schauen mal den Rimthor uns an. Was der kann.
Achso, da steht's ja. Great Sword, Level 3, der kann es sogar. Dann kaufe ich das einfach mal, damit wir auch wissen, was das ist. Oder? Ja, warum nicht? Komm. Kostet ja nur 300. So. Attack Order. Und dann können wir auch noch ein bisschen Ziegenmilch mitnehmen. Ja, erzählt uns immer das Gleiche. Weiß ich nicht, was das soll. Gut. Wo machen wir das? Kann er das jetzt schon automatisch? Geht das unter Items? Skillbook, Attack Order. Genau. Rimtour. Use Skill Points and Book to Learn Attack Order. Ja. Genau. Okay. Skills und dann könnten wir Attack Order. Kosten 5. Oben haben wir Skills, Kosten 19. Woher kommen diese 19 und wie regenerieren oder wie kriegen wir diese Kosten dazu? Wodurch erhöht sich das? Gut, wenn wir jetzt irgendwann mal bei unserer Quest dann auf den Endkampf treffen, dann können wir dieses Attack Order mal benutzen. Klar, umso stärker greifen wir an. Ziehen wir aber erstmal weiter. Und werden erstmal angegriffen. Ach, wieder normale Feen. Also manchmal, nur Feen, die wir auch noch gut treffen können. Mit unserem Blackout-Schuss. Na komm, machen wir einen Feuerangriff hier auf die da unten. Und da hängen sie schon in eine Seile. Oh! Mal daneben geschossen. Ist ja nicht so häufig. Wie die immer kreischen. So, einmal bitte slashen auf die Fairy. Das ziehen wir jetzt durch. Schießen. Und dann dürfte es auch schon vorbei sein. Und tschüss. Auf der anderen Seite sind wir Erfahrungspunkte für uns. Nehmen wir sie doch einfach mit. Nehmen wir sie einfach mit. Gut, das Event, das werden wir noch nicht herausfinden, was das bedeutet. Wir schauen jetzt erstmal, was unser Questmarker hier uns beibringt, uns erzählt. They passed many ransacked carriages as they moved forward on the dangerous road, where the thieves were rumored to have appeared. Even thought we borrowed this carriage from a blacksmith. Doesn't it seem a bit rickety? Everyone hide in the cargo. I will pose as a merchant. Will this decoy strategy really work? Ganz bestimmt, du siehst aus wie eine Händlerin. Und wir verstecken uns hinten im Heu, oder was? Naja, wenn sie meint. So sorry, I can't think like that. That won't do. Doch, du schaffst das, Baby. Du schaffst das. I will try hard and act like a merchant. Hey, I've got some good bargains. How about one of these? Mhm. Vollkommen überzeugend, wie ich finde. Kommen wir da überhaupt noch hin? Mit 12 Bewegungspunkten? Ja, ich weiß. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt. While advancing on the road, an unknown man called out to the group. Den kennen wir doch. Den haben wir doch schon mal geholfen. Hey, Sir Knights, I suppose meeting you here means that you are in the middle of a journey. Nee, wir wohnen hier. I'm traveling to various places in search of unknown foods. Sir Knights, would you happen to be holding any rare foods? Oh, right. If you have the rumored dried venison, this time I'll give you something good in return. Ja, habe ich leider nicht. Wo sollen wir es auch hernehmen? Naja, haben wir nicht. Haben wir nicht. I see. If you don't have any, then there's no helping it. I will try searching a nearby town. Food is the happiness of life. Na, deswegen hast du auch eine kleine Plauze. Sir Knights, you should try as many foods as you can. Well then, my search for dry venison continues. Seeing the man off, the group continued walking on the path. Ja. Noch leben wir. Ich habe da ein Fragezeichen übersehen, ich weiß, aber ich wollte jetzt nicht zurückgehen. Gut, jetzt heißt es erstmal nochmal kämpfen. Oh. Die Slimes sind immer doof. Da erwischt er. Wie viel erwischt er denn da?
4. Ja, das ist okay. Gut. Das ist eigentlich jetzt nicht so gut, dass wir jetzt so viel Schaden nehmen vor dem vermeintlichen Endkampf. Ich weiß nicht, ob das schon der Endkampf kommt. Kann auch sein, dass wir noch weiterziehen müssen. So, machen wir jetzt Blade Line. Da stehen ja zwei. Piercen ihn, weil er mehr Energie hat. Dann machen wir bitte den Trickshot auf den letzten hier, auf diesen kleinen Goblin, der da so rumtanzt und uns verhöhnen will. Und du heilst mal bitte, weil du es kannst. Und zwar den Rimtur. 44 Schaden, okay. Und schiebt ihn einen nach hinten. Der hat seinen Kollegen geheilt, wir haben geheilt. Lecker. Ah, der hat Energie geklaut dadurch. Ich verstehe. Okay. Hilft ihm jetzt aber auch nicht mehr viel. Okay. Mal schauen, wie es energiemäßig aussieht. Rimtur ist gut dabei. Nur Pinkcap fehlt ein bisschen. 35 HP. Da lohnt es sich doch auf jeden Fall, einmal Ziegenmilch zu trinken. Ja, nicht ganz aufgeladen, aber das passt schon. Die zwei Punkte, das ist okay. Suddenly, something came flying out of the dim road towards the decoy carriage. Aber was da an uns herangeflogen kommt und uns angreifen will, vermutlich erfahren wir in der nächsten Episode. Die Zeit ist schon wieder abgelaufen und gar nicht drauf geachtet. Bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.